Reden. Ohne Dolch. Wirklich. Das ist verrückt. Außer wenn du mit dumm kommst, dann hau ich dir die Fresse rein. Da wirst du den Quark auch kennenlernen. Dass sie Entes immer noch nicht gelernt hat, ne? Du weißt, der Quarkus war so nicht. Du kannst der Quark Kein nicht Entes. Dolch, kein Dolch, kein Dolch. Ich brauch kein Dolch. Kein Dolch sein. Ich lege mein Ego beiseite, Chat. Ich werde mich geschlagen geben fürs Erste. Jungs, so mein Call. Das ist ein Quark und der Quark gegen Oh nein, der Affe sieht so böse aus. Er sieht wütend aus. Ich finde mein Skin so cool, Chat. Ich finde noch andere coole. Ich werde Konter mit der bösen Ente. Schau mal den. Party Animal sage ich auch, das Spiel der Entdeckung, Entdeckung des Streams. So, gut, Jungs, wir brauchen hier einen Win, das war ZZ. Aber voll Teamwork. Teamwork. Immer okay? Ja, Teamwork meinst du Teamwork? Ich noch ein Fox, Digga. Hey! Das wäre die Notenente. Bam! Die Ente! Beschütze mich! Ich mach die, Jungs! Ich mach die Sprünge nicht mehr. Digga, da kommt aber nichts. Ich mach die Sprünge nicht mehr. Digga, diese Ente ist so am Kämpfen. Ich schmeiß eine Bombe für die. Also alle? Ich bin der Letzte? Ja, nee. Bro, die sind richtig gut. Fick die mit den Bomben. Das ist eine gute Bombe? Digga, also die besten, ne? Ja, die sind richtig brutal. Die sind richtig brutal, Jungs. Die sind richtig gut. Wir müssen halt. Oh, geht's? Okay, scheiße. Ach du heilige Hase. Digga, was ist. Egal, zwei von denen sind raus. Zwei von denen sind raus. Mache. Was für eine Lobby, Digga. Wie lasse ich das Ding in meine Hand los, Jungs? Hab ihn? Wie lasse ich das Ding in meine Hand los, Jungs? Ich hab ihn mitgenommen. Ey, du bist so ein Macher, wir haben eine Krone, wir haben direkt eine Krone, das ist richtig gut. Ja. Die sind fucking gut. Warte, das kippt gleich wieder um. Ne, oder? Ich steh auf, Manni. Der Call hat mich gefickt. Nein, mir geht er noch gut. BAM! Boah, hab ich einen runtergehauen. Digga, ich lieg seit 10 Sekunden, ne? Pick Enter, ja. Zünde die Bombe. Nein. Nein, die Bombe wäre echt. Nein, lass in der Ruhe. Jungs, bitte, will was? Nein. Alter, Bombe. Wieso kommt Junge, wie krass werfen die? Das ist unglaublich. Enter. Wir beide. Komm. Mann, die ist nicht rübergekommen. 2 gegen 2. Ne, 2 gegen 3. Eine gute Bombe. Das hätte ich hier kurz aus. Als ob die. Okay. Als ob genau dieses Ding dann abfällt, ne? Ist der Quarko? Gegen 3. Das ist der Quark hier. Die Ente ist am Kämpfen. Die Ente kämpft. Wir werden sie respektieren. Oh mein Gott, Digga. Die Ente oh mein Gott! Nein! Bitte, vielleicht? Vielleicht? Nein. Oh. Oh mein Gott. Stark. Digga, mich gefickt, der Bastard. Nein. Cam, bitte jetzt erstmal so bleiben. Lass ein bisschen defensiver spielen. Oh nein, der Fick Wolf. Oh, wichtig! Nein. Wie? Hallo. So direkt, ne? Ich war schon lange wieder da. Ach, Digga. Hey! Ich hab ihn. Ich hole eine Bombe in die Welt, Jungs. Bitte euch nicht Bombe. Bombe in die Mitte. Abfall. Ich hab eine Bombe, Jungs.
Das ist gestört, Bruder. Die sind brutal, Jungs. Ich habe keine Chance dagegen. Nein. Digga, das... Das geht ab. Was? Geil, was ist los? Nein, warte. Ich hab ihn runtergezogen, 1 gegen 1. 1 gegen 1. Nein. Du lässt mein Captain in Ruhe. Halt die Fresse auf. Oh. Nicht die von, nicht von der Banane. Pass auf, die Bombe. Ist das krank, Digga. Weil ich da so eine Lücke habe. Haben wir jetzt verloren? Ja. Alter. Weil ich da so eine Lücke habe, wo ich durchrutsche. Digga, ich sag's dir doch immer. Tankt die verfickten Cards, Jungs. Die Banane, das war meine Banane, aber die lag da halt schon auch echt lange, ne? Die habe ich da jetzt nicht frisch hingeschmissen. Oh. Digga, wir wurden selten so dominiert, wir haben unsere Ehre verloren. Die haben uns gefickt. Ja. Die haben uns wirklich in den Arsch gefickt. Digga, no way, man. Danke, Katz. Dass wir so gefickt wurden, ist das krass. Ein fucking Party-Animal. Boah, es kracht und pfeift. Ich sehe Jungs. Es kracht und pfeift, ehrlich. Amir, bitte gib mir keine Tipps, so Liebe. Wohl, vielleicht ist es wohl. Ach, nee. Ah, nee, es ist zu. Es wird Zeit für ein Source-Drooming. Für den Fickfisch. Ich werde abschmeißen mit einem schönen Colo de Boco oder wie die Scheiße heißt. Dieses Knoblauchbrot werde ich mir ein bisschen reinlegen. Imagine, das schmeckt wirklich geil. So, auf einmal wird Source-Drilling mein neuer Lieblingssnack. Der wird dich so ficken, was du brauchst. Du unterschätzt den. Mit Brot ein bisschen, ihr Lieben. Schön Brot, weißt du, ein bisschen Brot. Schön ein bisschen Fisch drauf. Vielleicht sogar so Doppelfinger. Glaub mir, ich... Also, für mich persönlich, ich habe sowas noch nie bei ihm gerochen. Ehrlich. Ja, alles gut, Emir. Ja, Amir. Du musst ja noch essen. Du musst ja auch essen. Und guck dir die Lobby an, Digga. Das ist auch schon wieder nüchtig, die Lobby. Ist das geisteskrank. Und die drin bei mir? Nee, ich suche jetzt einen anderen. Ich hab keinen Bock zu tun. Ja, ich auch. Es geht viel schneller so. Scheiße. Mario Kart ist sehr verwirrt jetzt so leider von der. So diese. Weiß nicht, das nicht einladen und so. Das bockt. Ich kann gleich. Nee, ich bin schon auch empfindlich, was Gestank angeht. Ich finde Gestank nicht so nice. Gestank mockt halt. Komm, Karl, ist deine Map. Ich werd mir halt denken, so. Es ist ja nicht umsonst irgendwo eine Delikatesse. Wisst ihr, was ich meine? Also, es kann ja nicht grauenvoll sein. Oh, die Grünen da. Ach du, ach doch, ich wusste es doch, Bruderherz. Warum sehe ich das doppelt? Ist der dumm? Ein Tröten an die Sau. Ja, alles deine Map, komm. W's in the Karte. Das ist deine Karte jetzt geworden, in diesem Moment. Oh, ich stehe doch scheiße, der erste fällt dir auch einen auf. W's in the ach komm, schon tu es einmal nicht, bitte. Das Grüne. Chat, wer muss morgen zur Schule und das war's? Karl. Was für. Bist du erster, Danny? Nein, es kracht. Der erste ist sehr, sehr gut. Bruder, wo. Ach du Heilige, was ist der erste für ein Geek? Was? Ich krieg's nicht. Erstmal einer für einen blauen Bastardspiel. Das wird nicht mehr reichen, die für den blauen. Ach, choked. Das wird nicht mehr reichen, der erste ist. Oh, drei Pilze, das Ding ist durch.
W's in the shot. Also nicht jetzt ran, okay? Komm, Karl. Komm. Ich glaube, hab ich noch ein Geschenk? Okay. Oder wie kann man so eine Lobby suchen, Chat? Ehrlich, Rocket. Und ich bin zu klein. Und ich denke, Bruder. Ich bin, also ihr seid alles Fotzen. Ja, sag es mal. Beschimpf sie. Oh, der Bock. Ist das... Quacko. Also in der Runde wird's Gigaschwer und Winz holen in der Lobby hier. Der erste ist so ein Öler. Wir machen's jetzt, Karl. Wir machen's zusammen. Oh, bist du aus der Lobby rausgegangen? Ja. Ah, du bist doch der Wirt. Der ist so viel besser als ich, der Erste. Das ist die Lungs mit LKW-Fahrer und kann ich jetzt unterwegs euch gucken. Gut, fahr vorsichtig, mein Freund. Pilz, Pascal, denn wir haben das. Ja. Gib mir die Schraubtrockene. Oh. Wir haben eine neue Lobby-Chat. Das war's in der Lobby. Habt ihr die Lobby gesehen? Digga, guck dir die Lobby an. Meine Lobby ist, also unsere ist auch wirklich krank. Ah, vielleicht haben wir uns übernommen, Jungs. Das Ding ist, hätten wir nicht Warzone. Also Velo Back-to-Back werden wir irgendwann schaffen, glaube ich. Aber Warzone ist so verstunken und stinkig. Warzone mockt. Warzone ist so gigaschwer für uns als Squad. Das ist so. Und wir müssen da tatsächlich gleich rein, Danny, du weißt es. Aber ich sag euch auch ehrlich, Jungs, um die Uhrzeit... Wird es nicht mehr besser, oder? Gut. Ja, um die Lobby haben wir eigentlich... Dann müssen wir gleich rein. Warzone wird echt nicht mehr besser um die Uhrzeit. Der Karl macht den Call für diesen Try, oder? Ja. Boah, ich hab... Oder? Schon... Oder was ich, denn jetzt? Ich hab schon was reingeschrieben, aber ich überleg's nochmal. Ich glaube, Warzone ist eigentlich echt... Jetzt haben wir es 5 Uhr. Vielleicht ist es auch Schicksal gewesen, Jungs, sag ich ehrlich. Ja? Na, gebe ich dich. Bruder... Ruhig, Eli, ruhig. Ganz ruhig sein, Stabil, ruhig. Der größte Kampf wird auch nach diesem langen Stream keinen Tag der Schere zu machen. Boah, es wird so ein Kampf für mich. Ich spann alles an. Ich mach erst mal, glaube ich, mal ein Back-to-Back. Ja, Digga, aber Stream, wieso macht ihr immer Tag der Schere, Digga? Stream ist doch das Geilste, was es gibt. Ach, Kacke. Wie alt bist du, mit seinem Chat-Chain? Ja. Was ist? Wie alt du bist? Ich bin 26. Ja, ich bin 30. Wir reden in 4 Jahren. Macht dir keinen Bock mehr, oder was? Doch, aber ich brauche einen Tag der Schere. Wie auf dem Zahnfleisch. Nein, ich muss mich jetzt raffen. Ich brauche halt nur Fabo, der mir sofort Minecraft anstellt. Da kann ich in Minecraft reingehen. Wenn ich keinen Tag der Schere mache, will ich auf jeden Fall irgendwas spielen, was mir nicht anstrengt. Und Danny, du machst am Wochenende noch deine First Try, oder? Ja, klar, am Wochenende direkt, klar. Hast du doch gesagt, oder nicht? Das war dieses Wochenende geplant, das wir haben allerdings jetzt vorverschoben, die Team Change. Also machst du nicht Nick, also jetzt nicht dass das, ich hier geklaut werde, ne? Ich mach's dich schon noch mal Zeit, aber auf jeden Fall, also wahrscheinlich ein Wochenende drauf. Also das Wochenende drauf. Ja. Ja, das ist sogar, das ist sogar besser. Je nachdem, wie sehr es mich jetzt fliegt, keine Ahnung, vielleicht auch dieses Wochenende noch, je nachdem. Ja, aber wenn du es jetzt dieses Wochenende nicht machst, dann hast du am Wochenende wenigstens Zeit fürs Tritt, das ist ja auch eine gute Sache. Ja, das ist korrekt, das ist tatsächlich korrekt. Ach, Melly. Hey, Jungs, ich bin gerade leer, ne? Hast du die Sonne rausgefahren? Oh. Nein, ich bin gerade so. Fühlst du das nicht so innerlich leer einfach? Ja, ich sehe auch kein Licht. Licht. Ey, ja, Danny, ich schaff alles, Digga. Wie kann man so sein? Das machst du? Ich schwöre, ich wusste das nicht, Leute. Was? Das machst du nicht. Das Ding ist, das, was mich am meisten gebrochen hat, Trimax immer noch. Weil ich glaube an Mathematik. Wahrscheinlichkeitsrechnung? Ja, ich glaube an Mathematik. Da geht nicht rum, Mann. Micky, fahr weiter, mein Freund, fahr durchs Leben an, fahr weiter. Ich kann's nicht, das ist so. Ich glaube an Mathematik und glaube an Bitcoins. Was bricht denn euch hier am meisten von den ganzen? Ich heiße Bitcoin, hä? Es ist das fehlende Licht. Ich sage am meisten bricht Warzone. Ganz klare Kiste, Digga. Bist du so schlecht, Alter? Ich sehe mit dem Squad hier kein Licht für Warzone, Alter. Null. No, aber guck mal, Warzone ist doch, wenn man sich hincampt. Wenn man sich hincampt und mit Dings da Smokes und sowas. Aber Endgame ist trotzdem lucky und schwer. Ja, natürlich ist lucky, ja. Aber wir haben das ja schon mal hinbekommen.
Oh, Ruffy, aber kauft ihr nicht den Jungs einfach eure Waffen? Also ihr habt ja eure Dinge, ihr könnt die ja immer kaufen. Ich dachte, die haben uns in der ersten Runde gekauft. Aber die Jungs haben ja auch kein Game Knowledge. Ja klar. Macher, Mickey, Löwe in der Lobby hier, richtig stark, der Hilfe. Richtig stark. Schönes Ende, ich bin, ja, die Blaue hat mich getroffen, ich bin mit der Blauen über die Ziele. Abgefeuert, ehrlich, abgefeuert und sofort. Oh, guckt euch die Krone an, du bist richtig schön, richtig. Deine Folge ist so. Gut, Jungs, dann jetzt abwürzen, okay? So, komm. Wir spannen jetzt mal alles an hier. So, ich hole es hier, sofort. Aber jetzt habe ich auch ein bisschen Angst vor den Party-Animal-Lobbys, ne? Ja, ich wurde auch in die Schranken gewesen. Ich habe Ehrfurcht. Ja, ich auch. Oh, ich dachte, das war Party-Animals gekracht. Party-Animals hat unser Arsch gefickt gerade, Jungs. Ja, die waren so mächtig, ne? Die konnten nichts tun. Boah, ich habe mich gefühlt wie Peter Pettigrew gerade. So richtig kleiner. Der so, ich frage, so ob mein Friseur gleich vorbeikommen kann. Ich brauche auch einen. Mann, ich habe jetzt erst wegen Party Elements gestartet. Oh, Bruderherz, was eh, Junge, du Bastardspiel. Oh, Meter. Ne. Jungs, Mickey hat's, ne? Ach, Mickey hat Win? Ja, du Win geholt, in der krassen Lobby so. Sogar. Ey, lass uns wieder für die 34, Liebe. Dann raus, dann für die 34. Das so, muss ich Mickey lassen, wenn jeder Jungs. So ein bisschen down ist, ist Mickey immer so. Der Junge, voll derjenige, der noch krass performt. Jungs, wir gucken jetzt einmal ganz kurz. Frag mal Medi, ab 20 Stunden fange ich an. Jungs, wir gucken. Das ist wirklich so. Jungs, wir gucken jetzt einmal ganz kurz alle. Werdet ihr sehen. Bei Stream Elements rein. Ich muss erst warm werden. Ich muss erst wissen, dass es ernst ist. Jungs. Bei Stream Elements rein, ja? Und wir gucken jetzt einmal und dann gucken wir mal kurz auf die Subs da, ja? Wie, ja. Hä, was? Auf die Subs, die wir heute gemacht haben, gucken wir allein mal rauf. Okay? Ja, guck ich gerne rauf. Dann gucken wir jetzt einmal kurz rauf. Und ich feuer aber richtig die Sonne raus gerade. Ich feuer sie gerade raus. 1900 Subs, Jungs. Boah. Das ist wirklich viel. Digga, ich hab so einen zweiten Frühling gerade. Ihr wisst gar nicht, wie ich jetzt so raus feuer Hilfe. Macher. Digga, geil. Nimm mal eine auch rauf und kommt on. Ja. Was? Oh, liebe Chat, Ich wollte eine Einladung. Ich hab so ein Zwei. Ja. Ja, obwohl jetzt habe ich auch vielleicht keine Energie mehr, vielleicht weil ich rausgefeuert habe. Ach, die Kacke. Und stell dir vor, du würdest noch durchziehen. So. Aber bei mir haben sie auch Liebe da gelassen. 4000. Zum Macher-Community ist. Zum Macher-Community ist deswegen. Brauch eine Einladung? Ich guck mal, Chat. Mit was sind wir dabei? Natürlich auch wieder nichts vorgelesen. Ja, sehr gut. Ja, ist nicht, Alter. Ist dabei. Bin echt gebrochen von der letzten Party. Oh, Gott. Bruno, ja. Oh, mein Chat, Digga, ich hab die Schere. Mickey, Danny, reinkommen. Ja, zu wenig davon vorgelesen, Chat. Ich heb die Griffel nach oben. 804 Subs. Da kommen wieder angekrochen beim Karl. 804, Chat. Und kaum was vorgelesen. Sofort die Griffel nach oben. Ja, ist das krass. Aber ich sage ehrlich, die Strafen sind sogar cool. Das sind coole Videos und sowas. Coole Streams. Invite me, mein lieber Freund hier, bitte. Ich tag den Fallschirmsprung. Oh, auf den freue ich mich sogar. Obwohl, ich weiß nicht, was ich mich mehr freuen soll. Ich freue mich auch so auf Streaming am meisten. Ich freue mich auch ein bisschen drauf, ne? Ich gucke mir mal vor an, wie man den am besten isst. Also was sie so empfehlen. Die kommt aus Schweden, ne? Nee, den macht man normalerweise so unter Wasser auf. Aber ihr dürft den nicht unter Wasser aufmachen. Du wirst den richtig schön aufmachen in Pauls Wohnung. Du wirst ihn in Pauls Wohnung aufmachen und du wirst ihn in Pauls Wohnung essen. Kommst du bitte rein? Lass mich doch ein, Bro. Also jetzt. Also in Pauls Wohnung würde ich auch sehr. Weil, Mickey, es hat auch heute bei der Technik ein bisschen gekracht als Strafe, sag ich. What? Ey, Jungs, erklär mir mal den Ablauf. Wie? Was Wort? Bereit! Danke euch, Chat. Ich liebe. Yep. Hey, bei mir kann ich gar nicht. Nee, auch nicht. Mickey muss Spielmodus auswählen. Achso. Was willst du hören? Was willst du hören, Robert? Ablauf. Welches denn hier?
Hä? Den Ablauf jetzt für die. Für the fuck up. Für das Schlafen und Kater. Wie lange wir danach durchziehen. Ach so. Also ich fühle den Call schon, dass wir halt nicht durchziehen müssen bis jetzt 15 Uhr, wenn wir da halt einen gefickten Rhythmus haben und dann, ne? Ja, das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Dann kommen wir wieder live und irgendwie alle pennen schon wieder. Das ist irgendwie scheiße. Entweder macht man 35 Stunden oder man macht so 20 Stunden. Eins von beiden musst du machen. Was? Wann ist denn 20 Stunden? Um 9 Uhr morgens. Um 9 Uhr und wie lange schläft man dann? 6, 7 Uhr, ja. Wie lange dürfen wir schlafen? 7 Uhr? Wir müssen dann 16:30 wieder online kommen. Na, oder man geht 8 Uhr. Wie lange dürfen wir schlafen, Jungs? Erstmal 8 Stunden, oder? Nee, ist zu lang. 8 ist zu lang. 6. 6 passt. Oh nein, auf gar keinen Fall passt 6. Ich will wissen, was gültig ist. Ja, 6 bis 7. 6 bis 7 ist gültig. 8 haben wir immer gemacht. 8 habt ihr immer gemacht? Ja. Oder ich schlafe nicht mal 8 Stunden bei normalen Tagen, Digga. Boah, was soll ich machen? Ich brauch meinen Schlaf. Das ist die Fettleibigkeit, die Energie. Obwohl, ich hab auch wirklich viel geschlafen letzte Zeit. Vielleicht kann ich auch mal mit 6 überleben, ich weiß nicht. Digga, ist das true, dass man vielleicht zu viel gestreamt habt die letzten Tage? 16 Stunden Streams. Wir sind 16 Stunden online. Das Problem ist, sobald wir einmal schlafen, dürfen wir nicht noch einmal. Ja, deswegen müssen wir auch eigentlich ausreizen. Das ist auch ein Problem. Ja, wir müssen ausreizen ein bisschen. Aber 35 Stunden. Oh, ich bin raus. Digga, was war das denn? Ich glaube 35 Minuten. Ich hab's nicht gesaved. Holy shit. Ach, Digga, ich hab keinen Bock mehr. Du musst halt mit dem Schlafen echt gut timen, ne? Ja. Wenn ihr jetzt sagt, ihr macht bis 16 Uhr und pennt bis um 0 Uhr, ist ja absolut Müll. Nee, entweder macht man durch, komplett durch und dann gehst du pennen, so um 21 Uhr. Das wäre aber erst in 16 Stunden. Aber 21 Uhr pennen ist auch Arsch. Ja, geht, dann stehst du auf. Bruder, wenn du durchmachst, dann pennst du locker deine 12, 13 Stunden. Und dann wachst du halt auf am nächsten Tag. Aber das ist schon sehr hart. Also man könnte es probieren mit 16 Stunden wach bleiben, aber knallt halt wirklich rein. Oder man geht dann in den nächsten 4 Stunden pennen, aber bleibt nicht mehr so viel Zeit. Wie klingt für euch? Also wir dürfen ja bis zu 8 Stunden. Und sagen wir mal so, wir gehen, ich werfe was in den Raum, wir gehen um 10 Uhr pennen. Stehen um 16.30 Uhr oder also um 16.30 Uhr gehen wieder rein. Das ist eine gute Zeit zum Live-Kommen wieder. Wir haben 6,5 Stunden Schlaf. Ist nicht so bad, oder? Ja, kann man machen. Da haben wir jetzt noch 5 Stunden Zeit, theoretisch. Das wäre nicht übel. Damit könnte man vielleicht arbeiten. Maybe. Aber 10 ist verwirrt, da kannst du auch 9 machen. Weil das macht den Kohl ja nicht fett. Ja, das macht den Kohl echt nicht fett. Wir können auch 10 machen, oder nicht? Ja, können wir auch machen, aber. Es macht den Kohl nicht. Also theoretisch könnt ihr auch einfach sagen, ihr macht noch einen richtigen Try, bis ihr es schafft, weil von der Uhrzeit her gibt es sich, glaube ich, eh nicht viel. Weil wenn ihr jetzt um 9 Uhr als Beispiel bei Velo Back-to-Back seid und ihr verkackt, dann macht ihr eh keinen 9 mehr, weißt du? Oder um 8.30 Uhr. Dann fängst du jetzt nicht an. Wir machen so lange, bis wir wirklich komplett zerscheppert sind. Dann müssen wir 32 machen. Oder 31. Dann müssen wir bis 21 Uhr wach bleiben. Lass einfach gucken, wie die Moral ist, wie die Teamchemie ist, wie die Leistung ist. Wenn es richtig scheppert, dann gehen wir pennen. Ja, aber du kannst nicht, wenn es richtig scheppert um 13 Uhr. Du kannst nicht, man kann nicht schlafen gehen um 13 Uhr. Es geht um 15 Uhr los. Ja. Wenn du um 15 Uhr einschläfst, dann wachst du auf um 22, 23 Uhr. Oder brauchst du den Stream gar nicht anschmeißen. Für die Win-Challenge. Das ist ein Quatschrhythmus, weil dann verpassen alle die Challenge, weil die wenigsten nachmittags sind. Montag heute, ne? Also wenn ihr da irgendwie um 0 Uhr ankommt oder so, ist kacke echt für die Leute. Also es gibt zwei Optionen, entweder 20 Stunden wach oder 31 Stunden. Die beiden Optionen gibt's. Ich würde 31 schaffen, aber dann ist... Oder ist auch 21 Uhr, dann Dings ist auch Arsch, Digga, ich sag 20. Lass einfach jetzt diesen Schall die Challenge beenden und fertig. Ja, 20 Uhr pennen? Nein, 20 Stunden, also dass wir jetzt bis um 8 oder also bis um 9, 10 machen und dann ein bisschen pennen und dann wachst du, weil dann sind auch alle, dann ist es viel cooler. Vor allem, wie viel Leistung können wir abrufen, wenn wir jetzt hier 4 und 2 Stunden drin sind? Können wir noch in Warzone und in Velo alles anspannen? Man muss aber dazu sagen, dass wir dann an dem nächsten Tag haben wir dann nur noch diese Chance, ne? Dann ist ohne Schlafen. Dann müssen wir anspannen komplett, bis es nicht mehr geht. Mann, Digga, ich wollte den Dienstag in Minecraft rein. Ja, ich muss erstmal ganz neu anfangen. Ihr seid schon voll weit.
Ich muss noch Diamanten und so farmen. Ich bin mir auch nichts. Wenn ihr es jetzt gleich fertig habt, könnt ihr ja schon mal anfangen. Oder du denn nicht? Ich brauche Farbe, damit die Scheiße einstellen, das kann ich nicht. Na, ohne Farbe wirst du loslassen. Oh, wirklich. Da hilft dir auch kein Paul. Oh, schade, mir das mal geholfen. Oh, schade. Oh, schade, weil der günstigste, war der beste Transfer jemals, ich sag ehrlich. Ja, er war wirklich der beste Transfer. Er ja, macht zu viel. Aber heute mockt er, war heute, glaube ich, nicht einmal da. Ich habe ihn nicht einmal gesehen. Oh, er mockt nach Scheiße. War er heute damals? Vor die Griffel, fett viel Schaden. Vor die Griffel. Ja, Fabo. Ich wurde auch betrogen mit Schaden, aber ich wurde auch betrogen. Macht mal so eine Win-Challenge als LAN. Ich glaube, das scheppert's richtig, ja? Wollten wir mal machen? Naja, da wird es eine Schlägerei geben, maybe. Ah, ich glaube auch, da gibt es eine Schlägerei. Ich würde dich mal den Wesing anschlagen. Oder mit Pfefferspray werde ich kommen. Er ist immer da, nein, nicht immer. Boah, eine LAN wäre absolut gestört, Digga. Ja. Mit Catering, sage ich. Mit Sushi, mit allem drum und dran. Stell dir vor, Alter, das wäre echt geisteskrank. Ey, aber lass es in Deutschland machen. Nein, richtig. Mein Arsch. Ich nach Madeira, hab einmal die Eier. Bruder, was machen, wo in Madeira? Wo sollen wir das machen in Madeira? Weil Mickey in seinem Haus verfickt. Mickey, sag es. Können wir machen. Ja, mir was habt ihr, wie ist denn euer Internet eigentlich in Portugal? Digga, es ist fix auch nicht. Digga, Rohat? Ist gut? Ich hab noch einen offen von vorhin. Was ist? Das ist wirklich krass, Eddie. 1 GB Upload, 1 GB Download. Und gibst du, was ist da, wer ist der Anbieter? Meo oder so, oder? Heißt du Miki? Meo? Ja, mehrere. Und die spielen einen auf, alle? Weil hier gibt's ja nicht viele, die einen aufspielen in Deutschland. Das sind Löwen hier, das sind Löwen. Ist aber überall so gefühlt, außer in Deutschland. Ich glaub, wir fast noch nie Probleme gehabt. Ja, hab ich schon mitbekommen mit Mbappé und Real. Wechselt er? Angeblich. Boah, feier ich. Ja? Jo. Sag mir 5 Real-Spieler. Carvajal. Wieder noch? Ja? Toni Kroos. Eder Militao. Einfach alle FIFA-Meterkarten, Digga. Ich spiel Isco noch, Herr Bassard? Nein, nicht mehr, ich spiel Real. Oh, der Gott, lass mich nochmal kochen hier, lass mich nochmal eine Runde kochen. Bondi, Courtois. Ja, sehr gut. Das FIFA-Karten. Modric, ganz gut. Oh mein Gott, was? Müssen wir eigentlich holen. Bestes Finale. Ja, Chat, scheiße, ne, oder? Ich will abliefern mit dem FIFA, Knowledge. No. Ja, Chat, ne? Gut. Teste mich nicht, Chat, teste mich nicht. Ein Mann, ich bin ein Mann von Welt. Bei den Game vergessen habe ich nicht gespielt bei FIFA. Das ist eine Goldkarte, steckt eine Scheiße. Ist eine Goldkarte, sagt er. Ich lass mir die ja mit den Icons in den Arsch schicken. Mit Van Basten zum Beispiel. Fünf Dortmund-Spieler, Marcel Schummels, Birki. Ist Birki? Warum hören wir eigentlich die ganze Zeit Mario Kart im Hintergrund-Chat? Ist Birki richtig? Birki? Birki? Wie kommst du jetzt auf Birki? Wer ist denn bei Birki? Wer ist denn Birki nochmal? Das ist ein Keeper, ist nicht bei Dortmund. Der war mal bei Dortmund. Ja, war er. Ja, gut, ich bin ja noch ein Oldschooler, Chat, ne? Komm. Jungs, Jonas ist nicht mehr free, ne? Hilfe. Jonas ist nicht free. Ja, ich kenne noch ein bisschen. Obwohl, Schlotti kenne ich noch. Schlotti. Ja, Schlotterberg, sehr gut. Schlotti, Macher. Karim, kennst du Karim? Adeyemi? Adeyemi kenne ich auch, ja, der ist richtig schnell, oder? Ja, das ist sehr schnell. Und noch. Ach nee. Der kommt wieder zurück. Der ist Sancho, hab ich gehört, oder? Sancho kommt wieder zurück, ja. Ja, gut. Ich hab sogar von den Transferneuigkeiten. Hab ich so. Komm, Chat. Lass doch gut sein, erstmal hier. Digga, ist eigentlich so viel bei euch auf der Insel mit Ronaldo?
Der hat hier Silvester gefallen auf dem Schiff. Ja, aber ist der so, weiß ich nicht. Digga, der kommt doch von da. Also der ist auf jeden Fall an mir vorbeigelaufen neulich. Hat er so ein Restaurant oder so, wo der... Wie vorbeigelaufen? Neulich. Wo war das? Das war an seinem Museum. Warte mal ganz kurz, Cristiano Ronaldo ist an dir vorbeigelaufen. Also hat er den Karl mit seinem Foto gefragt, ich habe ihn ignoriert. Hast du ihm nach einem Bild gefragt? Er hat den Karl am Foto gefragt. Hey Karl, ich ein Foto. Sag jetzt, hast du ihn wirklich gesehen? Komm, CR7, mach Meter. Du bist nicht mehr schnell genug in FIFA. Box. Hallo, Wiesen. War Ronaldo wirklich da? Nein, er war hier. Nein, ich hab dich gesehen. Nein. Ich geh doch niemals raus. Was denkst du von mir? Na gut. Hast du mich festgehalten? Sag ehrlich. Ich nicht, nein. Ich spann Umbro. Er hat auch eine Villa, aber ist der da so. Keine Ahnung. So hat er ein Restaurant, wo der immer hingeht oder so. Dann kommst du vorbei, sagst du. Ja, ich würde so viel tun, um ihn mal in echt zu sehen. Aber der kann doch niemals durch die Straßen gehen, Digga. Nee, kann auch nicht. Na, das kann auch nicht. Ja, der könnte auch niemals so, oder? Unge kennt doch irgendwie seine Familie oder so. Auf Madeira, hat er mal gesagt. Ja, klar. Reason, benutzt meinen Code in Fortnite. Respektier den Coach. Ah, ich werd wieder nur festgehalten, Digga. So geisteskrank, Digga. Digga, es ist eine Geek-Lobby, Mann, ihr Bastarde. Benutz den Code und respektier den Coach. Ich push ein bisschen mit meinem Partner. Manni, du gibst mir Kraft. Hält mich fest, der Bastard. Manni, du gibst mir Kraft. Der blaue Mickey, pass vor ihm auf. Seine Nutten mit zuerst raus. Ey, Bastard. Warum muss man jetzt so anspannen um die Uhrzeit, ihr Bastarde? Ich eifer sie, Mickey. Der durchkommt aus dem Nix! Oh, schade. Fick Tomate. Quarko, der Quarkige, fick dich, was du brauchst. Dann komm her, Stinkersau, fettes Vieh. Meter, tschüss. Schere. Mister. Da liegt das Fettvieh einfach. Ey, hat du man auch so einen coolen Eingeruch? Ja. Was? Ja? Ja. Aber Sidney sagt, deine Katzen stinken. Nein, Mann, Sidney ist der größte Bastard, den es gibt. Der Typ ist immer. Der ist immer im Schlechtreden. Katzen stinken doch gar nicht, oder? Hunde stinken doch gar nicht. Er ist verwirrt, Bruder. Das ist verrückt, Digga. Ab wann stinken denn mal Katzen? Digga, soll ich euch sagen, ab wann Sidney unglaubwürdig ist und wo es jetzt auch Beweise gibt? Er hat immer gesagt, dass er gar nicht so ein schlechter Autofahrer ist und dass er eigentlich besser Auto fahren kann als wir und weiß ich nicht was. Bruder, der Typ muss bald seinen Führerschein abgeben, weil er mehr als 8 Punkte hat. Und da ist das lebende Beispiel, dass der immer als Scheiße gebabbelt hat. Der macht das richtig oft mit Sachen. Ja. Der holt sich in Stehen mit Olivenöl einen runter und wischt sich das mit seinem Dior-T-Shirt ab und zieht es danach an. Er ist der Wirt. Seine Worte haben kein Gewicht. Warte, was? Ja, hast richtig gehört. Was? Ja. Was jetzt? Digga, von dem Ganzen? Was jetzt von dem Ganzen? Stellt euch das mal bildlich vor. Aber Digga, ich sag euch ganz ehrlich. Eingeladen. Kohlfiger. So, ich hab ein bisschen gehangen, Jungs. Schere. Er ist der Wirt. Sidney, ich hab ein Missverständnis. Sidney. Ein Missverständnis. Ist der noch wach? Wo stehst du denn da, wenn du dir einen schleulerst mit dem Olivenöl? Stehst du noch am Fenster, mich alle angucken noch? Ja, der ist wirklich. Also er, ist er hat geschrieben, Money Mieft. Ja, Money Mieft. Auf dem Balkon steht er wahrscheinlich. Hab wirklich gerade gewichst. Oh, okay. Ekelhaft. Von der Einladung. Er sitzt so auf der Fensterbank, so breitbeinig sitzt er. Sidney ist hier gebannt, Chat. Der wird bei Win Challenges bei mir immer gebannt. Besser selbst eine macht. Mit VR-Brille. Lustig ist.
Ein vom Ding her fällt mir gerade auf. Ah, Sydney, wo du schon da bist. Hier mein Skin. Guck. Hast du dich eingeladen? Ja. Digga, könnte das Sydney nackt am Fenster bei, auf der Fensterbank breitbeinig mit Olivenöl und einer VR-Brille auf? Er hat sogar ein Abo dafür. Für was? Für die VR-Brille, damit die Pornos in 4K sind. Ah. Ist das krass, Sid? Brauche ich mal für einen Freund hier so. Und für die Wissenschaft vor allem. Nächste Woche hinten in der Vitrine mit VR-Brille bei Daddy. So ganz dezent im Hintergrund. Ja. Oh, Sid, du kannst mir mal WhatsApp schreiben, mal welches Modell du benutzt. Kann ich das mal prüfen. Daddy, hattest du schon mal mit einer Wasser auf dem Madeira? Ey, das ist krass, Emir. Sydney markiert und Bananen-Emoji ist crazy. Mods, das müsst ihr. Barfrey, das müsst ihr ernst timen. Ich bin hier aufgeschmissen. Sollen wir wieder die Brücke? Ich auch gutes Polster, der nicht mehr in Deutschland ist. Ja, jetzt hab ich da eigentlich fast immer den. Okay, Jungs, warte, lass uns die Rinse nicht wegschmeißen. Wir sind wieder ein Party-Animals. Danach wird's ernst. Das ist hier kein Straßenstrich, Jungs. Was denn? Nochmal neuen Geschäftszweig. Digga, mein Skin ist so krass. Interessiert sich aber auch immer für Madeira. Ey, seitdem ich diesen Gorilla-Skin habe, bin ich so gut. Mich interessiert, wie das Leben dort ist. Was hast du eben nochmal gefragt? Was war eben die letzte Frage? Wie das Internet ist. Und ob Danny schon gefickt hat, war die zweite Frage. Da hat er gesagt, dass es da keinen Straßenstrich gibt. Ist Ott legal? Gibt's Dealer auf Madeira, Digga? Ja. Und das ist die Frage wieder. Nein, kommt. Bruder, auf so einer Insel, Digga, die müssen ja ernst selber anbauen. Es gibt auf jeden Fall. Oder Markus, eine Stunde davon weg, dass direkt neben dran, dass das aussieht. Ah, stimmt, so, Digga, dann never mind. Es gibt so Kickle-Reward. Ich glaube, das ist aber nur CBD. Ist Ott legal? Oh. Digga, aber ich glaube, wenn jetzt man auf Madeira tippen will, ich werde jetzt nicht gut gefolgt mit Marokko, ne? Oh. Er ist hier so ein Geek. Auch mal als Lude durchstarten, sehe ich mich aber als Lude tatsächlich. Manfred! Bam! Fickente. Och man. Ey, ich bin hochgelassen, also echt? Krass. Nein. Oh. Also hier gibt's schon auch richtiges Kipp-Passwort. Digga, wieso komm ich nicht hoch? Wieso kommt Manfred nicht hoch? Warum kommt das Fick nicht da hoch? Oh mein Gott, der Hund. Portugal sind alle Drogen ganz kriminalisiert, stimmt. Nicht für alle. Der geht. Okay. Gut so, Manni. Oh, der Gotti und das Felix hier. Jungs, sie sind wieder Geeks, ich brauche euch hier. Hä, wieso hab ich ihn nicht getroffen? Oh mein Gott. Ich hab dich gerne, Mickey. Guck mal, wie er mit mir spielt. Danny, mach was. Guck mal, wie er mit mir spielt. Ich werf ne Bombe auf seinen Arsch. Digga, wie er sich festhält, ne? Ich kann das. Oh, es ist vorbei, wir haben keine guten Lobbys mehr. Ich fahr wieder mit. Du fuckst es, du Bastard! Oh. Du Bastard, wie es mich quält, die Muschmusch. Ich hab ihn. Schön, Gotti. Ach. Es gibt den kleinen Fickfisch auf die Mitte von mir. Ach, Digga, Danny, bitte. Digga, das war so anlang. Mann. Ich schwör, das war so anlang, es tut mir leid. Ach, Digga, Mann, Digga. Schmeiß doch bitte einfach eine Bombe. Ich hab da keine Punkte für eine Bombe. Alter, dieses Springen ist so riskant, ne? 10 Sekunden. Dieses Springen ist so riskant. Mein Fehler, es tut mir leid. Sorry. Ich werd's wieder gut machen. Quarkel. Oh, sorry. Mann, Rohrart, wirklich. Hilf mir! Baseballschläger, Hilfe. Ich helfe dir, Golf. Er hat den Baseballschläger, das Ding ist sauber. Chad, sowas muss immer geklippt werden übrigens. Ja, wie ihn rausgeflogen ist, so schön, der ist mal rausgesprungen. Ja, weil ich ihn treffen wollte, das ist der Danny-Schlag. Oh, ohne das Königstier, da hat er einfach losgelassen. Oh.
Nein. Dieser Fickwolf, der ist so gut. Alter. Ich kann das nicht. Bitte, steh auf, Manni. Ich muss wusch. Mann. Ich schwör's dir. Die Lobbys krachen gerade. Das ist mein Königschen wohl, Bastard. Wir machen das gut. Eins, zwei. Port. Port, geh auf den links. Ich verzeihe dir mal so. Ich verzeihe dir. Wenn einer gerade hochkam, bist du den direkt runterballern. Aber hier eine Jutta-Bombe. Ich schwör's, es ist unlucky, Bro. Ich schwör's. Eine Jutta-Bombe. Ich treff die Gegner nicht, aber. Boah, ich hab einen mit meiner Bombe rasiert. Scheiße, ich lieg direkt wieder. Warte, ich. Nein. Oh, Mann, Digga. Warum werde ich immer so gefickt vom Karl, Digga? Ich verstehe das nicht. Es ist 4 gegen 1. Immer so gefickt. 3 gegen 1, Jungs. Wir kriegen keine Party-Ende mehr. Boah, spannend. Ich hab eine Bombe vom Karl. Was tust du, Digga, Chat? Also, das ist. Ich schwör, das ist mit Absicht, Alter. Kämpf dich hoch, Ort! Ja, Bruder, was soll ich machen, Digga? Digga, der Wolf ist auch so gut, ne? Das ist vorbei. Jetzt sind wir unser Jungs. Warte, noch nicht, wir können comebacken. Nein, ich bin auch Schatten als Ups. Digga, wie kann das sein? Ich hab fast ein 4 gegen 1 geklatscht gerade. Ach, Mann, bitte. Digga! Digga, diese Sache. Diese Sachen sind so OP. Oh mein Gott, der hat ihn rausgehauen, wichtig. Ist wieder 3 gegen 1. Nein. Mein Handy ist ab. Oh mein Gott. Ja, du Bastard, ne? Na, sauber. Bruder, wie können wir denn eine Party Animals Back-to-Back verlieren, Digga? In der 3-0. In der 85% Quote. Digga, das sind die Besten, Alter. Das sind wirklich die Besten. Digga, wir hatten keine Chance. Ich glaube, wir hatten auch einmal gute Lobby. Absicht, aber ich kann nichts tun auf. So, Jungs, ich wünsche euch schon mal eine gute Nacht. Ich gehe jetzt ein bisschen schlummern, ne? Ja, ne? Ich wünsche euch ganz viel Spaß an den Cards. Wir hören uns. Ja, später. Ne? Und mal ein Raid hier rausfeuern, sag ich. Ja, ne? Ja, gut. Ja, gut. Spielst du einfach? Nein, ich glaube, wir hatten wirklich Bot-Lobbys. Auch mal ein Raid hier raus, und sag ich. Es werden wieder die Cards getankt, oder? Ja. Man kann mal einen Raid fordern jetzt hier. Macht ihr die ganze Zeit auf unseren Content nacken, ach, scheiß drauf. Ach, fuck. Ich bin in der Runde, Jungs. Ich such. Digga, fuck, man. Warum Party denn jetzt immer so schwer? Na, vielleicht nicht sagen, weil es 5.25 Uhr ist. Wir hatten wirklich Lacher-Lobbys, weil ihr neue Accounts hattet, glaube ich, Jungs. Ich glaube, das ist das Problem. Wie habt ihr denn sonst immer mit Danny? Habt ihr da nicht auch immer auf die Wins geholt? Mit mir? Mit Zane. Ja, aber. Digga. Ich mocker gerade. Ich mocker nach Scheiße. Ich werd einfach gealtert von dir. Chat ist schon besser geworden mit den Rötungen hier. Ja, ne? Digga, diese Creme. Guck mal. Ich hab das vorhin rauf gemacht. Und das ist jetzt schon besser mit den Dings. Das ist so krass, diese Creme. Aus Versehen. Und dritte Runde sind die direkt zu zweit auf mich gegangen. Ich hatte überhaupt keinen Mehrwert. Ich mache neue Lobby, ja, meine Griffe sind doch oben, mein fetter Freund. Ich habe es nicht in Aussicht getan. Nicht einmal. Ich würde es mich lachen hören. Ich würde schweigen, wenn es mit Absicht gewesen wäre. Ich würde schweigen und schmunzeln. Da ist der Crane Raid. Wichtige Bastarde, willkommen. Boah. Digga, wisst ihr, worauf ich mich seit Tagen freue? Auf diesen Burger in Paris. Wenn der mich enttäuscht, dann bin ich gebrochen. Der ist lecker, aber der ist nicht so gut. Also ist okay, kann man machen. Aber ich habe so lange keine Scheiße mehr gegessen. Ich glaube, ich werde den auch... Aus dem Grund allein werde ich den krass bewerten, glaube ich. Ich habe einen Mückenstich am Hals. Ich bin nicht besser. Ich sag, solche Läden haben auch eine Tagesperformance, die unterschiedlich ist. Weißt du, wo du hingehen musst, wenn du in Paris bist? Zu Caesar.
Da war ich jetzt weißt, dreimal und dreimal war es einfach nur geisteskrank, Digga. Was ist Caesar? Ich glaube, da war ich auch, als ich da war. Was ist Caesar? Was ist Caesar? So ein schickes Restaurant da. Ja, ja, aber das ist nicht meins, Digga. Das wird dir schmecken, trust. Das ist nicht so, das ist schon so auf. Das ist nicht so schickimicki, das ist nee, schon ist nicht schickimicki. Kannst du ja nicht die Ranzen vollhauen. Ja, ist nicht, also du ist schon ein bisschen schicker, aber jetzt nicht so, keine Ahnung. Miki, was sagst du, wer wird ein Wettessen zwischen uns beiden gewinnen? Ja, dann kommt drauf an, wie viel habe ich vorher gegessen. What? Und habe ich Bock überschätzt auf das, was vor mir liegt. Du überschätzt dich so krass in Wettessen, wirklich. Digga, hä? Ich frag doch Miki. Ja, aber hast Miki, also du isst nicht mal sehr viel mehr als so, keine Ahnung, bei in L.A. hast du einen Burger mehr gegessen, als du Sushi-Challenge gegen Ada gemacht hast. Ja, aber das war was anderes. Ja, gegen Ada ist auch nochmal was anderes. Ja, aber da hast du ja auch nicht so viel gegessen. Ich klar, hab's Digga, du hast bloß Wettessen gesehen und zweimal hast du reingewirtet. Digga, ich hab diese ganzen, ich hab diese full, ich hatte gar keine Nigiris mehr und du hast noch full von denen. Dafür hatte ich diese dicken, diese California Rolls. Boah, ich würde jetzt gerne das Sushi haben von Miki, dieses mit dem Käse und diesem Jalapenos. Ja, Jungs, ich bin ein Bastard, Digga. Jungs. Ich komme nicht rein, ne? In keine von euren Lobbys. Ich bin in der Lobby. Jungs, die sind krass. Das Sushi so mit Käse überbacken, so ein bisschen. Ganz bisschen Käse. Und da drinnen ist so Chili. Ich schwöre, das kommt so krass, ja. Kann man das bestellen eigentlich, Bro? Ja. Oh ne, lass mich los. Das kann man bestellen. Das war's mir geht. Auch in diesem Laden neulich. Diese kleinen Brote oder was das da waren. Hatte so eine brotähnliche Konsistenz mit so kleinen Garnelen, mit so einer geilen Soße drinne. Ich schwöre, war auch geisteskrank lecker. Und auch die Rahmen waren eigentlich köstlich. Ich hab wieder Bock auf Rahmen. Ich hab eigentlich jetzt Bock auf alles, wenn ich darüber nachdenke. Ich könnte eigentlich jetzt alles abfeuern. Ja, ja. Wenn du jetzt was wendet, das Wort. Mit so einem Fingerschnipp ist sofort da. Der ist sofort in deinem Fickmaul. Was würdest du nehmen? Wort. Ja? Wenn du jetzt was auswählen dürftest. Ein Fingerschnippen und es verschwindet in deinem Fickmaul sofort. Was wär's? Ohne drauf zu achten, Kalorien und so. Ja, ja, sowieso, scheiß drauf. Dann. Boah, ich sag schon, ich vermisse auf jeden Fall Fett. Ich würde schon so richtig verfettet so einen Burger nehmen, glaube ich. Echt, einen Burger? Ja, aber so richtig verfettet. So, falls so diese ganz vielen Fleischscheiben so? Nee, aber ich würde. Bruder, weißt du, was ich jetzt enjoyen würde? Ich würde jetzt einfach Shake Shack sogar enjoyen, geisteskrank. Was ist Shake Shack? Du musst noch viel lernen. Du musst mal nach Amerika, Digga. Nee, ich flieg nicht. Ich bleib hier in meiner Parole. Mit der oben der Schere. Also als ich in Amerika war das krasseste, was ich gegessen habe, Five Guys, der Laden in San Diego. Five Guys in Amerika ist 10.000 Mal besser als in UK. UK ist besser als in Deutschland. Deutschland ist Arsch. Aber Five Guys in Amerika ist geisteskrank. Ich war Five Guys in London, da war es auch. Da okay. War so eine 7 von 10. Und dann war ich in Five Guys San Diego. Mhm. Und da war es wirklich eine 9,5, 9,6. Digga, Five Guys ist, glaube ich, das Verfetzte der Welt, Digga. Das war so geil, Digga. Die Burger, so klein, richtig. Du konntest sie so reinpfeifen. Ich habe das so genossen. Die waren so gut. Danny, hast du Ring geholt? Nee, du machst doch Scheiße. Es nervt so geisteskrank, dass man nicht in Lobbys reinkommt, ne? Sag es, so Eli. Digga, ich sag dir ehrlich, ich komm einfach nie, also ich spiel die Hälfte der Runde. Wie sehr zieht es an dem Geistigen? Ja, das bricht ein. Ja. Also, ich würde jetzt so eine geile Grillplatte nehmen mit Adana und allem. Ja, ja, nee, du hast recht, Bruder, du hast recht, muss ich dir geben. Ein paar Lammkeulen dazu, so ein bisschen geiler Reis, ein paar Pommes. So, alles so ein bisschen Piusola, bisschen von dies, bisschen von das. Ein bisschen Rindfleisch dazu, ein kleines Hähnchenspieß noch gerne oben drauf, nehme ich auch.
Hab gestern gegessen mit Abu. Und dazu nehme ich mal dieses Dürrenbrot einfach. Und dann hau ich mir. Ja, Lavash meinst du, ja, genau. Ja, Lavash. Dann reiße ich ein Dürren ab, mache ein bisschen Salat drauf, ein bisschen Zitrone, einen kleinen Schuss, ein bisschen Tzatziki, ein bisschen scharfe Soße und dann hau ich mir das auch so mit meinen Fettflossen rein. Das vermisse ich wirklich an Deutschland. Ich will zurück. Ich will zurück nur dafür jetzt. Boah, mir auf so gibt es das bei euch nicht? Nein, Bruder, das kriegst du was nicht. Nein, gibt's nicht. Wolltet ihr nicht einen Dönerland aufmachen, der Max heißt? Ja. Ja, das glaube ich, weiß nicht. Wir brauchen halt, also, du brauchst Kapital dafür und dann brauchst du halt nicht. Ah, und ihr habt kein Kapital, sagst du? Ja, dafür habe ich kein Kapital, sag ich dir irgendwo. Ich wollte erstmal nach Deutschland abzahlen. Und dann hast du die Jupiter aus. Aber du brauchst ja auch Lieferanten. Du brauchst Lieferanten. Das ist ja alles Bankcheck. Du brauchst gute Lieferanten, die zuverlässig sind, weißt du? Mhm. Geht das? Also, ich habe hier, es gibt den Dönerladen, der bist du mal getestet jetzt. Auf die Empfehlung von den Kollegen. Ist okay. Kannst du essen, schmeckt sogar. Aber es ist nicht das Gleiche. Es tut mir trotzdem weh zu essen. Ich esse mit Tränen in den Augen. Es tut dir trotzdem weh. Das ist verrückt, Digga. Dann ist es doch nicht okay, Digga. Wenn du Tränen in den Augen hast, Digga. Ich beiß so rein, es schmeckt, aber die Tränen laufen trotzdem runter, weil ich traurig bin. Ja, der Döner, die machen halt die Inder hier. Ja. Ah, kracht's halt. Die Inder machen den Döner? Ja. Das war's, Bruder. Das Ding ist ja, drin, das war's, ey. Digga, ich hab nur fliehen Inder gesehen, der Döner macht. Digga, was? Bruder, das ist gestört. Das ist krank! Siehst du mal, alle sagen. Habt ihr so geile Pizza und so? Ja, geile Pizza gibt's krasse hier. Es gibt sogar geile Nudeln? Ja. Die geile Nudeln? Nudeln. Ob ihr geile Nudeln habt, habe ich gefragt. Ja, die Nudeln sind gut. Also, ja? Ich hab noch keine Nudeln, die mich aus den Socken gehauen haben. Ich hab Nudeln gute Nudeln. Richtig. Ich habe gute Nudeln gegessen, aber keine, wo ich sofort die Sahne rausgefeuert habe. Digga, ein Inder, der Döner macht, ist verrückt. Ich komm immer mit Sushi, wie sieht's aus mit Sushi? Sag mal was zu Sushi. Diese Nachfrage. Ihr geile Nudeln, das hab ich gesagt. Liebe, ja. Der Sushi gibt's hier krass. Ist wirklich, Sushi kannst du jetzt sehr geil essen, 100%. Digga, Chat, habt ihr schon mal einen Inder gesehen, der Döner macht, Digga? Sehr gut. Dann lass mich doch mal mitfahren. Bruder, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Dass ein Inder Döner macht. In London machen die das auch. Nee, ich bin immer noch stuck von dem Fact, dass ein Inder bei euch Döner macht. Ist in London auch so. In London? Ja. Wie viel kostet ein Döner auf Madeira? 4,50 eine Träne und Sodbrennen. Was habt ihr da für Soßen? Curry. Soßen sind okay, Soßen sind das Problem. Das ist Fleisch. Das ist kein klassisches, kein richtiges Dönerfleisch. Du hast da nicht heißt es aber Döner? Heißt das Ding Döner? Es heißt Kebab, aber falsch Kebab, sag ich. Das ist also, weiß ich nicht, wenn du jetzt einen richtigen Dönerliebhaber das Ding vorsetzt, der spuckt dich an. Bei mir im Dorf machen Asiaten sofort loslassen. Immer wenn so in einem Laden Döner und zum Beispiel asiatisches Essen so immer ist, sofort loslassen. Bruder, in diesem einen Truck, Eli, wo wir in L.A. waren, in diesem einen Truck, wo man alles essen konnte. Ja, ich sag dir ehrlich. Dass ich da gegessen habe, ist eigentlich verrückt fürs Video. Ja, das ist krass. Das ist wirklich krass. Und wie das aussah, war auch brutal. Was hast du dir bestellt? Das gab's so, ich hab mir einen Burger bestellt. Digga, es gab einen Truck, da gab's alles zu essen, also Digga, wirklich alles. Du musst dir vorstellen, das war so ein kleiner Crack-Truck. Am Santa Monica Pier auch noch. Und da gab's, du konntest alles bestellen. Du konntest Pizza bestellen, du konntest Hotdog bestellen, du konntest Burger bestellen, du konntest aber auch so Nudeln mit Meeresfrüchten bestellen. Du konntest so, oh mein Gott, also richtig verschiedene Sachen, also auch so süße Sachen, Waffeln und so. Alles in so einem ganz kleinen Laden. Nur so ein Dann hat sich Rohr so einen Burger bestellt. Digga, und der sah aus, wirklich. Also. Wie da die Tiefkultur mocken muss. Digga, das ist ja krank, Digga. Hier wird so eine scheiße Stelle. Was ein Blitz.
krank, ich schwör krank. Also, was hast du nochmal genommen? Also, du hast einen Burger genommen, okay. Wie sehr hat der gemockt, der Döner? Der Burger? Boah, ich sag dir ehrlich, ich hatte richtig Angst auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall. Der hat richtig. Also, der hat Arsch geschmeckt so. Aber der hat so. Ich hatte mehr Respekt vor dem. Ja, fühle ich auch. Also, wärst du ein richtiger Mann gewesen, Robert? Dann hättest du ja die Nudeln genommen mit den Meeresfrüchten. Ja. Nein, nein, nein. Danny, ach, Digga, ich Bastard. Ich glaube, Danny hat's. Ich bin neuer Kauder. Digga, und ich kann einfach. Ich bin 5 Rennen in dieser verfickten Warteschlange. Ich hab euch doch, Jungs. So, darf ich wieder den Call machen, diese Runde? Warte, ich hab mein Call ist nicht mal durchgegangen, das ist absolut nichts. Aber wie? Natürlich ist dein Call durch. Mein Call ist nicht. Nein, weil wir nicht mal zu dem. Wir sind nicht mal zu den wichtigen Spielen gekommen. Das ist absolut. Ach, und jetzt darf ich fahren, ist das krass. Okay, mach du, geil. Wir gehen in Vollgas rein erstmal. Party. Oh. Also ich sage euch, das beste Essen, glaube ich, was ich gegessen. Weißt du, was richtig geil war? Benny Hama. Boah, ja, so, Mann, Digga, ey, der beste Laden, no cap. Was sind best... für Sachen? Benny Hama, das ist so ein. Danny, hast du's? Laden, der ist sogar relativ bekannt. Ich hab verfickten Benny Hama. Ja, genau. Digga, da machen die das dir vor deinen Augen, aber richtig geil, so. Auch voll individuell. Ich hab ihn abgeworben bei Benny Hama. Ist schon reich, ein Ding, ach so. So. Nein, ist nicht so teuer gewesen. Das war okay. Nein, ging. Ging klar. War gut bezahlt? Es war richtig gut bezahlt, Digga. Da gab es so leckeres Essen. Also die was haben so Folge ist, ja? Die haben es vor deinen Augen gemacht, richtig gut. Digga, Micky, guck uns mal in den Stream. Und ey, auch wenn jetzt nicht feiert. Das war wirklich MVP-Laden da. Ich fand den Nusret in Vegas auch so lecker an meinem Geburtstag. Fand ich auch unglaublich, muss ich sagen. Nusret in Vegas und in Mykonos waren die besten. Jeder hat dieses Carpaccio bei Nusret. Jeder feiert das übertrieben cool, aber ich finde. In Mykonos? Ja, nee. Mykonos Nusret ist schon sehr gut. Aber ich finde so, ich finde bei Carpaccio, bei Dings, bei Nusret, ich finde, da kommt so ein Senfgeschmack und es gibt nichts, was ich mehr hasse als Senf. Deswegen kann ich mir das nicht. Ich liebe Senf, ne? Ja, Senf ist geil. Ach, Gordon Ramsay kannst du damit nicht vergleichen. Das ist so. Ich fand Nusret 1000-mal besser. Gordon Ramsay. Aber es gibt die Bestellung bei Nusret. Du nimmst diesen Nusret Special Salat, das ist der beste Salat, den ich jemals gegessen habe. Dann nimmst du diese dieses Sujuk, was du da nehmen kannst. Dann Carpaccio. Das sind die Vorspeisen. Und wenn du, jetzt kommt es drauf an, also das beste Steak finde ich da ist dieses Nusret Special. Dann macht er so Filet. Und brät es vor deinen Augen in so Butter. Oh, und das dann, sehe ich aber jetzt. Ja, ja, das ist geil. Das ist richtig geil. Zwiebelblume ist auch gut. Oh. Oh Mann. Oh. Also so diese goldenen Steaks und so, die sind das nicht mehr da. Ist alles verwirrtet. Ey, ich habe immer noch das Video. Das eine Steak, das ist schon super. Ich habe immer noch das Video, Eli. Oh, ich kann da machen. Mit welches? Dem Seafood-Laden. Das würde ich so hochladen, das war auch richtig lecker. Wir waren in so einem Laden, da machen die so in so einer Tüte Meeresfrüchte und mit so einer richtig geilen Soße, du kannst dir das aussuchen. Also ob die scharf, wir hatten glaube ich scharf Knoblauchsoße und dann sind da so Garnelen drin und Krabben und Muscheln und sowas, alles ist da drin. Und dann breiten wir, dann kriegst du das in so einer Tüte und dann machst du das auf deinen Tisch auf und dann ist der ganze Tisch voll, diese ganze Soße ist voll.